16 Tanz Entertainment präsentiert. Emergency 4 Deluxe Edition. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Emergency 4 Global Fighters for Life, die Deluxe Edition. Ist ein Spiel, wo vielleicht nicht jeder kennt, aber kennen sollte, weil es eigentlich recht gut ist. Das Spiel ist 2008 rausgekommen und es gibt eine Deluxe Edition, das ist jetzt in dem Fall die hier. Und die hat halt noch ein bisschen mehr Extras und so. Wie gesagt, Emergency 4. In diesem Spiel geht es darum, wir bedienen die vier Rettungskräfte, THW, Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdienst und müssen damit für Ordnung und Sicherheit in unserer Stadt sorgen. Und für die Leute, die gerne Feuerwehr spielen möchten oder Rettungskräfte, ist das eigentlich ganz ideal. Ich gucke gerade noch in den Einstellungen, ob alles passt. Einführung Fahrzeuge. Scrollgeschwindigkeit schnell ist gut. Die Grafik passt auch. Ja, die Bildschirmauflösung, die stimmt nicht. Die habe ich selber auf Full HD gepatcht. Beziehungsweise halt, dass es Vollbild ist. Besser geht das nicht. Das Spiel ist einfach alt. Da kann man nichts anderes sagen. Und bevor wir irgendwie noch weiter hier unsere Zeit verschwenden, gehen wir doch gleich in die Kampagne und starten eine neue. Und jetzt wird das Training geladen, denn für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, für die ist ein Training natürlich wichtig. Ich habe schon ewig nicht mehr Emergency 4 gespielt, deswegen ist es vielleicht doch gut, dass das Training kommt. Moment, ich wechsle auf Kanal 15. Okay. Hallo und willkommen im Team. Ich bin Ihr neuer Supervisor. Ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten. Von mir erhalten Sie Ihre Einsatzbefehle. Außerdem bleibe ich während des Einsatzes mit Ihnen im Kontakt, um Sie bei Bedarf mit Informationen zu versorgen. Bevor Sie Ihren ersten Einsatz absolvieren, sollten Sie sicher sein, dass Sie mit der Technik einwandfrei vertraut sind. Wenn Sie den Trainingskurs machen möchten, klicken Sie auf Training. Wenn Sie auf Überspringen klicken, lassen wir Training Training sein und gehen gleich in die Vollen. Ihre Entscheidung. Ja, ich würde sagen, da wir ja noch nicht so ganz wissen, wie wir das hier alles machen, machen wir doch lieber ein Training. Okay, dann fangen wir am besten gleich an. Sekunde, bin gleich wieder da. Okay. Auf Sie wartet eine Reihe von Einsätzen, bei denen Sie unter anderem Brände löschen, Verletzte versorgen oder Straftäter dingfest machen werden. Jeder Einsatz stellt Sie vor vielfältige Aufgaben, die je nach Einsatzverlauf wechseln können. Über die sollten Sie sich während des Einsatzes regelmäßig informieren. Das kann für den Erfolg Ihrer Mission entscheidend sein. Klicken Sie das blinkende Symbol an, um das Einsatzfenster zu öffnen, und informieren Sie sich über Ihre momentanen Aufgaben. Hier oben? Gut. Prüfen Sie Ihre Aufgaben regelmäßig. Sie können sich im Verlauf eines Einsatzes ändern. Schließen Sie das Einsatzfenster jetzt wieder, indem Sie das blinkende Symbol erneut anklicken. Also kurz zur Erklärung, die weibliche Stimme ist ja sehr nett, aber ich erkläre es auch gerne selber mal. Hier, Einsatzfenster öffnen haben wir erledigt, deswegen ist es jetzt grün. Rot ist, dass wir diese Aufgabe noch nicht erfüllt haben. Einsatzfenster schließen, machen wir doch gleich wieder. So. Wir fangen gleich mit den Trainingsstationen an. Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über die Gegebenheiten des Einsatzgebietes. Okay. Bewegen Sie den Mauszeiger bis an den Bildschirmrand, um die Kamera in der entsprechenden Richtung über das Gelände zu steuern. Ist ja einfach. Sollte man eigentlich auch kennen, ne? Drehen Sie die Kamera. Halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder nach rechts. So.
Können wir auch uns einen schönen Überblick in einem anderen Winkel verschaffen. Oh, da fliegt ein Heli. So. Nach links, nach rechts. Kamera näher ans Geschehen heranführen. Drehen Sie das Rad Ihrer Maus oder drücken Sie Plus und Minus auf der Zehner-Tastatur. Ja, entweder das oder wir haben ein schönes Mausrad. Zoomen wir doch mal zu unseren zwei Leuten dahin. So, das war die Kamerasteuerung. An unserem Brandsimulator trainieren wir das Bekämpfen eines Gebäudebrandes. Sie haben hier nur einen eingeschränkten Pool an Einsatzkräften zur Verfügung. Fangen Sie an. Öffnen Sie die Fahrzeugauswahl der Feuerwehrfahrzeuge, indem Sie auf das blinkende Symbol auf dem Steuerungsdisplay klicken. Also jetzt brennt's hier. Das heißt, wir brauchen natürlich Feuerwehrkräfte. Sie sehen eine Liste aller Feuerwehrfahrzeuge, die Ihnen im Moment zur Verfügung stehen. Klicken Sie jetzt das blinkende Symbol mit dem Rüstwagen an. So, der Rüstwagen. Ein Feuerwehrmann befindet sich bereits an Bord des Rüstwagens. Besetzen Sie das Fahrzeug mit einem zusätzlichen Feuerwehrmann. Ja, ganz. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das blinkende Mini-Porträt des Feuerwehrmanns. Ja, mache ich gleich ganz kurz. Das hier ist ein Rüstwagen. Hier haben wir so ein paar Details. Zum Beispiel, wie viel der kostet, wenn wir einen bestellen, weil natürlich kostet alles Geld. Wie viele bereits im Einsatz sind. Und dann sehen wir noch, wie viele Sitzplätze frei sind. Im Moment ist einer schon immer im Standard drin. Wir können jetzt noch einen dazu tun. Das kostet Senden natürlich Sie noch mehr. Rüstwagen zu einem Sammelpunkt im Einsatzgebiet. Ja. Klicken Sie ja. das blinkende Symbol ja. an. Sekunde. Dann sehen wir hier noch, falls dieses Fahrzeug Ausrüstung beinhaltet, was es zum Beispiel hat. Hier in dem Fall der Rüstwagen hat natürlich das volle, was die Feuerwehr benutzen kann, wie den Feuerlöscher, Feuerwehrschlauch, eine Rettungsschere, die Axt, die Motorsäge und auch das Rettungskissen. Hier sehen wir unser Gesamtbudget im Moment und wenn wir dieses Fahrzeug mit diesem eingesetzten Personal kaufen, wie viel Restbudget wir noch haben. Wir könnten sogar auch noch die Anzahl erhöhen, aber wir brauchen im Moment nur einen und den schicken wir jetzt zu einem Sammelpunkt. Drücken Sie die Taste POS 1 auf Ihrer Tastatur, um schnell zum Sammelpunkt Ihrer Einsatzfahrzeuge zu springen. Ja, und das ist das Problem bei vielen, die jetzt zum Beispiel mit dem Laptop das damals gespielt haben. Denn Laptop hat damals nicht unbedingt eine POS 1-Taste gehabt und deswegen hat man das Tutorial nicht immer spielen können. Aber ich habe zum Glück eine. So. Klicken Sie den Rüstwagen mit der linken Maustaste an, um ihn auszuwählen. So, hier ist unser Rüstwagen, den können wir jetzt auswählen. Fahrzeug 12 hört. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das blinkende Ziel, um den Rüstwagen dorthin zu senden. Also mit rechter Maustaste können wir ihn dorthin schicken. Da hört man schon. Da ist er. Lassen Sie nun die Besatzung des Rüstwagens aussteigen. Klicken Sie auf das blinkende Aktionssymbol in der Aktionsleiste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt auf das Fahrzeug. Also entweder wir drücken hier jetzt mit Rechtsklick drauf oder hier. Also wie man sieht, selbst wenn ich hier bin, man sieht das gleiche Symbol wie hier unten. So. Wählen Sie einen der beiden Feuerwehrmänner per Linksklick aus. Klicken Sie nun das blinkende Symbol in der Aktionsleiste an. Damit öffnen Sie das Ausrüstungsmenü für den ausgewählten Feuerwehrmann. Hier sehen wir auch noch, wie viel Leben unser Feuerwehrmann hat und was er alles machen könnte. So, Ausrüstung, Klicken was Sie nimmt auf er denn? Das blinkende Symbol mit dem Feuerwehrschlauch. Dann nehmen wir den Schlauch. Auf dem Weg. Den holt er jetzt aus dem Rüstwagen. Klicken Sie auf das blinkende Symbol Schlauch anschließen in der Aktionsleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hydranten, um den Schlauch daran anzuschließen. Bin unterwegs. So, der tut seinen Schlauch am Hydranten anschließen, damit er da das Wasser rausbekommt. Und dann wird er automatisch das Feuer löschen. Sie können Oder? Die meisten Nein? Befehle auch ohne die Aktionsleiste okay. geben, indem Sie das Zielobjekt mit der rechten Maustaste anklicken. Löschen Sie jetzt das Gebäude, indem Sie es mit der rechten Maustaste anklicken. Warten Sie ab, bis die Flammen vollständig gelöscht sind. Also im späteren Verlauf ist es so, dass die Feuerwehrmänner automatisch dann anfangen zu löschen, wenn sie in der Nähe von dem Brand sind. Hier muss man das halt noch selber machen. So, der löscht es jetzt schön. Nehmen Sie nun den Schlauch wieder vom Hydranten ab. Klicken Sie dazu das blinkende Symbol in der Aktionsleiste an. Geht auch so. Legen Sie den Schlauch ab, damit der Feuerwehrmann danach wieder andere Aufgaben übernimmt. So, jetzt haben wir den Schlauch abgelegt und damit haben wir das Tutorial beendet. Da hinten wird gerade ein Auto geborgen. Also man sieht hier üben sie auch so ein bisschen. Ohne unsere Hilfe. So, Station 2. Gut, nun zur nächsten Station auf dem Trainingsgelände. In diesem Gebäude hier befindet sich eine verletzte Person. Rauchvergiftung.
Das Innere des Gebäudes ist noch voller Qualm. Jetzt geht es darum, den Verletzten so schnell wie möglich zu bergen und dann zu versorgen. Und beachten Sie unsere Grundregel, was auch immer Sie tun, schützen Sie zuerst Ihre Einsatzkräfte. Oh ja. Sie benötigen einen Notarzt und ein Sanitäterteam vor Ort. Öffnen Sie die Fahrzeugauswahl Ihrer Rettungskräfte und wählen Sie aus der Liste der momentan verfügbaren Fahrzeuge den Rettungstransportwagen aus. So, ganz kurz, hier sieht man auch, wie viele verletzte Personen im Moment im Einsatzgebiet sind. In dem Fall eine, haben wir ja gerade gehört. So, wir brauchen einen Rettungstransportwagen, kurz RTW. Arzt und Sanitäterteam befinden sich bereits an Bord des Rettungstransportwagens. Klicken Sie auf das blinkende Symbol, um den Rettungstransportwagen zielgerichtet ins Einsatzgebiet zu senden. So, also wir sehen, die sind schon standardmäßig drin. Notarzt und Sanitäterteam. Jetzt Fahrzeug zum Zielpunkt senden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die blinkende Zielmarkierung im Einsatzgebiet, um den Rettungstransportwagen dorthin zu senden. Also das ist jetzt ein anderer Befehl, da können wir jetzt selber aussuchen, wo der hinfahren soll. Ja, Fahrzeug eingetroffen. Und der kommt jetzt. Da ist er schon. Lassen Sie die Einsatzkräfte aus dem Rettungstransportwagen aussteigen. Klicken Sie das blinkende Symbol in der Aktionsleiste an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt auf das Fahrzeug. Na klar. Der Zugang zum Gebäude muss geöffnet werden. Wählen Sie den blau gekleideten Ingenieur per Linksklick aus. Also den Ingenieur? Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schaltkasten am Gebäudeeingang. Ist unser THW-Spezialist. Der kann... Wird erledigt. Der kann mit technischen Geräten fungieren. Wie zum Beispiel hier mit dem Schaltkasten, um das Gebäude zu öffnen. So, der guckt sich das jetzt an. Jetzt ist es fertig. Jetzt muss die verletzte Person aus dem Gebäude geborgen werden. Wählen Sie zuerst den bereitstehenden Feuerwehrmann mit Atemschutzmaske aus. Also es gibt da Feuerwehrmänner mit Atemschutz, die natürlich hier in rauchvergasten Gebäuden kein Problem hat. Klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt auf das Gebäude, um das Gebäude zu betreten. So, er betritt jetzt das Gebäude. Hier steht es auch, Feuerwehrmann mit Atemschutz. So, dann geht er rein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dummy, um ihn aufzunehmen. Dadurch, jetzt weil eine Einsatzkraft hier drin ist, ist das Dach entfernt worden. Da liegt der Dummy. Wird ausgeführt. Den heben wir jetzt auf. So. Klicken Sie die blinkende Zielmarkierung mit der rechten Maustaste an, um den Dummy dorthin zu transportieren. Falls jetzt jemand fragt, wieso wir nicht gleich den Notarzt dahin schicken, ganz einfach, der Notarzt hat keinen Atemschutz. Beziehungsweise den Dummy nun ab. So. Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf den Feuerwehrmann und nun soll die verletzte Person notärztlich behandelt werden. Wählen Sie zuerst den Notarzt aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Dummy. Was gibt's? Unsere Notärztin in dem Fall guckt sich jetzt den Dummy an. So. Beachten Sie die Lebensenergieanzeige des Patienten in der Infoleiste am unteren Bildschirmrand. Im Gegensatz zu der Anzeige von unverletzten Personen ist hier der Energiebalken rot und nicht komplett aufgefüllt. Der Patient ist schwer verletzt und nicht transportfähig. Im Verlauf der Behandlung durch den Notarzt wird der rote Energiebalken des Patienten wieder aufgefüllt und der Verletzte wird wieder transportfähig. Wenn ein Patient nicht transportfähig ist und Sie ihn trotzdem abtransportieren, dann wird er wahrscheinlich unterwegs sterben. Ja, da sollte man aufpassen. Muss der Verletzte abtransportiert werden. Wählen Sie das Sanitäterteam aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dummy. So, ganz kurz, wenn ein Notarzt den natürlich dann versorgt, dann steigt der Balken und irgendwann werden diese Symbole hier farbig. Das bedeutet, ab dann kann er entweder mit dem RTW oder mit dem Rettungshelikopter abtransportiert werden, ohne dass er dabei stirbt. Was gibt's? Am besten immer voll laufen lassen, damit da wirklich nichts passieren kann. Dann holen wir unsere Sanitäter. Die tun die Person auf die Trage. Befördern Sie den Dummy in den Rettungstransportwagen, indem Sie mit der rechten Maustaste den Rettungstransportwagen anklicken. So, die tun den jetzt da rein. Der Notarzt stabilisiert den Verletzten während des Transports im Rettungstransportwagen. Wählen Sie den Notarzt aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Rettungstransportwagen. Jetzt tun wir wieder das Team in den RTW rein. Da geht es auch hinten zum Patienten. Schicken Sie den Rettungstransportwagen nun zurück zur Basis. Klicken Sie das Symbol Zurück zur Basis in der Aktionsleiste an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rettungstransportwagen. Also HQ, zurück. Jetzt ist er auf einmal weg.
Wie gesagt, das Spiel ist sehr alt. Es wundert mich, dass es hier auf Windows 7 funktioniert. So, Station Nummer 3. Okay, das hier ist die letzte Station auf diesem Übungsplatz. Wir simulieren hier eine Geiselnahme im Inneren eines Gebäudes. In einem echten Einsatz würden Sie zunächst einen Profiler mit dem Geiselnehmer verhandeln lassen. In dieser Übungssituation setzen wir voraus, dass diese Verhandlungen bereits fehlgeschlagen sind. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als den Geiselnehmer auszuschalten, um die Geiseln zu retten. Seien Sie vorsichtig. Gefährden Sie in einer solchen Situation niemals das Leben der Geiseln. Na klar. Klären Sie zunächst die Situation im Inneren des Gebäudes. Wählen Sie den Aufklärer aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Gebäude. Also der Aufklärer hat Technik, der kann damit theoretisch das Dach entfernen, damit wir reingucken können. Also als wäre da schon einer von unserem Personal drin. Und so verhindern wir halt, dass die Geiselnehmer gleich aggressiv werden. So können wir halt sofort in das Gebäude gucken und zu sehen, was Rüsten da abgeht. Sie nun einen Schützen mit einer Blendgranate aus. Wählen Sie den Schützen per Linksklick. Öffnen Sie dann das Ausrüstungsmenü des Schützen und klicken Sie das Symbol Blendgranate holen an. Der Schütze kann eine Blendgranate holen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das hier stimmt nicht so ganz. Eigentlich sollte da ein Video angezeigt werden. Wählen Sie zusätzlich zum Schützen auch den Scharfschützen aus. Halten Sie die Taste Steuerung auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Scharfschützen. So. Senden Sie beide Einsatzkräfte ins Gebäude. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die blinkende Markierung im Gebäudeinneren. Also eigentlich sollte hier jetzt ein kleiner Film angezeigt werden, aber mit den Filmen habe ich eh Probleme gehabt. Ich musste erstmal einen neuen Codec runterladen. Vielleicht hat das trotzdem nicht so ganz geklappt, dass es hier angezeigt wird. Naja, ist ja nur das Training. Obwohl, der wird jetzt angezeigt, oder? Heben Sie die Auswahl der beiden Einsatzkräfte auf, indem Sie mit Wählen Sie nun den Schützen aus. Schütze. Klicken Sie dann auf das Symbol Blendgranate werfen und anschließend mit der rechten Maustaste auf die blinkende Markierung vor der Leinwand. Mit der Blendgranate können wir halt das Sichtfeld des Geiselnehmers stören. Das machen wir jetzt auch. So. Der sieht jetzt gleich nichts mehr. Von der Explosion der Blendgranate lassen Sie den Scharfschützen zielen. Klicken Sie auf das Symbol Zielen in der Aktionsleiste. So, zielen Sie mit dem Fadenkreuz auf den Geiselnehmer auf der Leinwand und schalten Sie ihn mit einem Rechtsklick aus. Und tschüss. Sehr gut. Sie agieren überlegt und behalten die Übersicht. Ich denke, Sie werden jetzt in Ihre Aufgabe ganz gut reinkommen. Sie sollten sich nun für Ihren ersten Einsatz bereit machen. Viel Erfolg. So, das war das Training. Das sind so die Standarddinger, die man wissen sollte. Und wir gehen gleich in den Einsatz.